Etwas außerhalb am Ortsrand, an der Straße an der Baumschule, liegt der alte jüdische Friedhof von Waldeck-Sachsenhausen. Die Lage außerhalb der Orte, etwas erhöht, ist alte jüdische Tradition. Die erhöhte Lage der Friedhöfe sollte an den Tempelberg in Jerusalem erinnern. Neunundzwanzig Grabsteine sind hier noch erhalten. Ob sie noch an den originalen Standorten stehen, kann ich nicht sagen. Auf vielen anderen Grabsteinen sah ich Symbole wie Blumen oder betende Hände. Diese Symbole fehlen auf diesen Grabsteinen. Ursprünglich trugen jüdische Grabsteine nur hebräische Inschriften. Die deutschen Inschriften auf den Grabsteinen sind ein Zeichen, dass sich die jüdischen Mitbürger den Gewohnheiten ihrer neuen Heimat angepasst haben. Knapp 30 jüdische Familien waren in Sachsenhausen ansässig. Zu Anfang des letzten Jahrhunderts sind viele jüdische Bürger emigriert. Der Rest ist in den 30er Jahren deportiert und die meisten sind umgekommen. Heute gibt es keine jüdischen Mitbewohner mehr in Sachsenhausen.
Grabbepflanzungen auf jüdischen Friedhöfen sind nicht üblich. Besucher können aber ein Steinchen auf den Grabstein ablegen als Zeichen ihrer Anteilnahme. Früher waren alle Grabsteine mehr oder weniger gleich, weil ja auch alle Menschen gleich waren. Dass die Grabsteine eine unterschiedliche Gestalt zeigen, ist auch ein Zeichen der Anpassung an die Gewohnheiten, die in dem neuen Heimatland Deutschland herrschten. Unterschiede im Leben wurden auch so auf dem Friedhof dokumentiert.